Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Stellar Blade. Heute geht es darum, was ihr vor dem Release von Stellar Blade, was am 26. April, diesen Freitag, exklusiv für die PlayStation 5, wissen müsst. Ich würde direkt mit dem Wichtigsten anfangen und das sind die Kämpfe. Die Kämpfe fühlen sich nämlich nicht so an, wie man vielleicht erstmal vermuten würde. Es ist nämlich nicht so ein Devil May Cry, wo man einfach Button-Smashing macht, sondern es fühlt sich mehr an wie ein Souls-like. Man muss ausweichen, man muss parieren. Es gibt zwar nur zwei unterschiedliche Angriffe, einmal normal und einmal hart und auch nicht so eine große Variety an verschiedenen Waffen, aber das Kampfsystem an sich fühlt sich mehr nach Souls an als nach einem Devil May Cry oder bei Netter. Man kann sich sozusagen ein Hybrid aus beidem vorstellen mit Parry und Dodge. Allgemein muss man aber auch sagen, dass der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so schwer ist wie bei einem Souls-like. Es vergibt einem schon sehr viele Fehler und damit komme ich auch direkt zum nächsten Punkt. Es gibt nämlich hier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Man kann das Spiel sowohl auf Story-Modus durchspielen, dort sind die Gegner einfach etwas schwächer, oder auf Normal-Modus, wo die Gegner etwas schwieriger sind. Das bedeutet auch wieder einen Unterschied zu einem Souls-Game. Man kann sich selber einstellen, will ich es ein bisschen einfacher haben oder will ich es ein wenig schwerer haben. Das Spiel ist eine Mischung aus Open World und Schlauchig. Also man hat hier in der Demo sehr viel Schlauchige gehabt. Es gibt aber auch viel Open World, wo man erkunden kann und die Welt erforschen kann. Ist also ein Mix aus beidem. Also nicht, dass ihr euch wundert und ihr erwartet ein Open World Game. Das ist es nicht. Es folgt schon einem festen Weg, aber ihr habt schon auch Gebiete, die sehr Open World lastig sind, wo ihr euch dann sehr viel umschauen könnt. Außerdem gibt es sowas wie einen Feuerbandschrein aus Dark Souls. Das Ganze nennt sich Xion, ist sehr darauf angelehnt an Matrix Xion, wenn ihr mich fragt. Hier habt ihr einen Hub, wo ihr euch aufleveln könnt, wo ein Safe Space habt, wo ihr euch heilen könnt, wo ihr Sachen kaufen könnt und, und. Und kleiner Fun Fact, man kann in dem Spiel sogar fischen. Das weiß man schon aus der Demo, weil es dort eine Einstellungsmöglichkeit zum Fischen gibt. Wenn ihr in diesem Hub seid oder auch an verschiedenen Rastpunkten in der Welt, habt ihr die Möglichkeit, ein Skilltree auszuwählen. Den werde ich euch hier im Hintergrund einmal zeigen. Dort habt ihr verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Skills zu erlernen. Dieses Erlernen geht durch Skillpoints, die ihr durch Erfahrung sammelt, wenn ihr Gegner besiegt. Diese Erfahrung verliert ihr auch nicht, wenn ihr sterbt, wie in einem Souls-Game, sondern haltet diese Erfahrung immer bei euch und könnt so relativ viel leveln, ohne irgendwelche Nachteile davon zu haben. Ich hatte eben gesagt, es gibt nicht so eine krasse Waffenvariety. Im Prinzip gibt es auch nur zwei Waffenklassen. Das ist einmal ein Schwert und einmal eine Schusswaffe. Zur Schusswaffe können wir noch nicht so viel sagen, nur dass wir wissen, dass es eine gibt. Außerdem geht man davon aus, dass man diese Schusswaffen und Waffen leveln kann durch die Gegenstände, die die Gegner fallen lassen. Da gibt es einen NPC, der diese Waffen modifizieren und verstärken kann. Mehr dazu sehen wir dann erst, wenn das Spiel draußen ist. Aber dass ihr schon mal Bescheid wisst. Es gibt nicht nur Nahkampfwaffen, sondern es gibt auch Schusswaffen, wo man aus weiterer Entfernung angreifen kann. Das Movement ist, glaube ich, einer der großen Stärken von Stellar Blade. Hier kann man nämlich nicht nur laufen und springen, wie es wahrscheinlich üblich ist, sondern man kann auch klettern, sehr Uncharted-mäßig, an solchen Poles sich entlang schwingen, Wände hochklettern und, das ist mir immer ganz wichtig, man kann auch schwimmen und sogar tauchen. Sehr, sehr cool. Ich hasse Spiele, wo es Wasser gibt, wo man dann nicht ins Wasser darf und wo man dann stirbt. Man kann hier komplett im Wasser rumschwimmen. Sogar in der Demo hat man schon ein kleines Mini-Rätsel, wo man im Wasser ein Brett von A nach B ziehen muss, um dann eine höher gelegene Leiter zu erreichen und halt auch tauchen, wo man dann Loot finden kann, finde ich sehr, sehr cool. Der Entwickler hat auch ganz klar gesagt, es wird erstmal keine Mikrotransaktionen geben, das heißt, es gibt keinen Ingame-Shop. Es gibt insgesamt 30 unterschiedliche Kostüme im Spiel, die man ganz normal vom Start weg freischalten kann. Natürlich gibt es verschiedene Versionen des Spiels, das ist ja heutzutage üblich. Wenn ihr die teuren Versionen, Premium-Versionen kauft, kriegt ihr schon am Anfang ein paar exklusive Belohnungen und Kostüme dazu. Davon aber abgesehen gibt es 30 Kostüme im Spiel, zusätzlich noch Brillen und anderen Stuff, den ihr freischalten könnt, komplett ohne Mikrotransaktionen. Der Entwickler hat aber gesagt, dass es zum späteren Verlauf irgendwann mal schon die Möglichkeit geben wird, zusätzlich Download-Content, also DLCs, zu kaufen, wo es dann auch wieder neue Kostüme gibt.
Das wird es aber erst viel, viel später geben und nicht zum Start weg. Wenn ihr vor Start des Spiels am Freitag schon mal ins Spiel reinschauen wollt, dann kann ich auf jeden Fall die Demo empfehlen. Die Demo ist sehr, sehr schön. Hat sehr, sehr coole Musik. Also von der ersten Welt, der Soundtrack, ich kann es vielleicht mal hier im Hintergrund gerade einspielen, ist sehr, sehr krass und finde ich sehr, sehr cool. Wir wissen noch nicht, was da noch kommt. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, ist komplett kostenlos. Die Demo geht so ungefähr 50 Minuten bis eine Stunde, je nachdem, wie viel ihr euch da umschaut und ausprobiert. Und ich muss sagen, ist eine sehr, sehr coole Demo. Und auch der Fortschritt, den ihr in der Demo schon macht, wird dann ins Final Game übernommen. Wie gesagt, es sind nur 50 Minuten bis zum ersten Endboss, aber da könnt ihr auf jeden Fall schon mal reinschnuppern. Ich freue mich extrem aufs Game. Ich werde Donnerstag, Freitag, je nachdem, wann PlayStation, Sony mir das Game zur Verfügung stellt, auf jeden Fall reinschauen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall mal auf Twitch vorbeischauen. Oder wenn ihr hier die ersten Stunden sehen wollt und dann auch weiteres Gameplay vom Spiel, auf jeden Fall ein Follow auf den Kanal lassen. Ich würde mich sehr freuen. Und natürlich ein Like auf dem Video. Sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.